Ja, guten Abend, liebe Gemeinde. Lasst uns zum Anfang den besingen, auf den unser ganzes Hoffen allein ruht, auf Jesus Christus, der uns vor Gott ja heilig dastehen lässt, der treu ist, ohne Veränderung. Genau, singt herzlich mit. Mein ganzes Hoffen ruht allein auf Christi Blut und Kreuzespein. Ob jede andere Stütze bricht, der ew'ge Fels betrügt mich nicht. Christus, der Fels, allein hält stand. Wer anders baut, der baut auf Sand. Wer anders baut, der baut auf Sand. Umgibt mich Zweifel dann und wann, doch seine Treu nicht ändern kann. Ob Sturm auf Sturm das Herz mir presst, der Fels hält meinen Anker fest. Christus, der Fels, allein hält stand. Wer anders baut, der baut auf Sand. Wer anders baut, der baut auf Sand. Sein Wort, sein Bund, sein teures Blut bewahren mich trotz jeder Flut. Auf Christus bau ich ganz allein. Wer sollte so nicht glücklich sein? Christus, der Fels, allein hält stand. Wer anders baut, der baut auf Sand. Wer anders baut, der baut auf Sand. Gehen, dass wir unser Leben auf Christus, diesen Felsen, bauen. Und wir werden Fortsetzungen machen im Lukas-Evangelium. Und letzte Woche haben wir schon darüber gesprochen, dass Christus dieser Felsen ist. Petrus legt dieses Bekenntnis ab, wer Christus ist, dass er die Grundlage, das Fundament der ganzen Welt ist, der ganzen Heilsgeschichte ist. Und dieses Thema werden wir heute nochmal vertiefen in dem Text, der jetzt folgt, auf die Verse, die wir das letzte Mal betrachtet haben. Und bevor wir gemeinsam in Gottes Wort hineinschauen werden, möchte ich gerne noch mit uns beten und bitte euch dazu aufzustehen. Ja, Jesus, danke dir, dass du der feste, sichere Felsen bist, auf den ich mein Leben gründen darf, auf den wir als Gemeinde unser Gemeindeleben gründen dürfen. Und das ist so gut zu wissen, dass du der Felsen bist, der hält. Und dass deine Wahrheit wahrhaft Wahrheit ist und dass du wahrhaft der ewige Gott bist und dass du das gezeigt hast, als du hier auf dieser Erde gelebt hast. Wir danken dir dafür und wir beten dich an als den Gott des Universums und danken dir für dein Wort, das uns so in aller Deutlichkeit und Klarheit zeigt, wer du bist und wie du bist. Öffne du heute Abend unsere Augen, die Augen unseres Herzens, dass wir dich sehen können, dass wir dir begegnen können in deinem Wort und dass unsere Herzen neu auf dich ausgerichtet werden, dass wir dich mehr lieben, Jesus, und dir noch hingegebener nachfolgen. Amen. Ja, letzten Mittwoch haben wir uns mit Lukas 9, 18 bis 26 beschäftigt. Und ich habe das ja schon anklingen lassen, es ging um das glasklare Bekenntnis, dass Petrus über Jesus aussagt. Und nach dieser Sternstunde, könnte man sagen, die diese Jünger gemeinsam erlebt haben, hat Jesus ihnen ja vorausgesagt, auch wenn ihr das bekennt und das erkennt, wer ich wirklich bin, ich werde leiden und sterben müssen und ich werde am dritten Tag auferstehen. Und das hat die Jünger sehr verwirrt, damit konnten sie irgendwie nichts anfangen. Aber Jesus sagt ihnen, ich werde diesen Kreuzesweg gehen und jeder, der zu mir gehört, der an mich glaubt,
der muss auch diesen Kreuzweg gehen, den Kreuzweg der Selbstverleugnung. Und Jesus erklärt, wie Nachfolge aussehen muss, dass es auch ein Weg ist, ja, wo man sein Kreuz auf sich nimmt, um Jesus hinterherzugehen. Und Jesus gab damals dann den Jüngern drei gute Gründe, warum es Sinn macht, ihm nachzufolgen, auch wenn Nachfolge etwas Entbehrliches und manchmal Schwieriges ist. Und der letzte Grund, den Jesus in dem Text genannt hat, ist, dass er in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird, mit der Herrlichkeit seines Vaters und der Engel. Und dann wird Jesus alle die verurteilen, die sich für ihn geschämt haben. Und an dieser Stelle sind wir stehen geblieben im Text. Und ich hatte damals den Vers 27 ganz bewusst weggelassen, obwohl der in den meisten Einteilungen noch zu dem Abschnitt gehört, den wir das letzte Mal angeschaut haben, weil ja, der meines Erachtens sehr gut zu dem Text passt, den wir uns heute angucken werden. Und deswegen lesen wir heute den Text weiter aus Lukas 9, ab Vers 27. Also ihr könnt gerne aufschlagen, Lukas 9, ab Vers 27 bis Vers 36. Und hier heißt es, und Jesus sagte, ich sage euch aber in Wahrheit, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Es geschah aber 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gewand wurde weiß, strahlend. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm, es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die mit ihm waren beschwert vom Schlaf. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die 2 Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Und lass uns 3 Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Als er aber dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte, dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Und während die Stimme geschah, war Jesus wieder allein. Und sie schwiegen und verkündeten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Soweit erstmal. Also wir sind ja hier mit der Aussage in Vers 27 in diesen Text eingestiegen, dass Jesus sagt, einige von euch, von den Jüngern, die hier stehen, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Nun, diese Aussage müssen wir ja eindeutig hier in diesem engen Kontext, in diesem engen Zusammenhang erklären und auch deuten. Jesus hatte ja in Vers 26 gesagt, das hatte ich auch schon erwähnt, dass er eines Tages in seiner Herrlichkeit wiederkommen wird mit seinen heiligen Engeln, um dann Gericht zu halten. Also Jesus hatte vorausgesagt, dass er eines Tages in seiner göttlichen Autorität, in seiner göttlichen Würde und Kraft und Herrlichkeit erscheinen wird, um dann seine Nachfolger zu belohnen und alle, die sich für ihn schämen, zu verdammen. Und dann gibt Jesus dieses Versprechen an ein paar seiner Jünger, einige von euch werden nicht sterben, bis sie ja meine Königsherrschaft sehen werden. So sagt Lukas es hier. Markus formuliert es in Markus 9, Vers 27 etwas ausführlicher. Er sagt, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Also Markus betont hier, dass sie dieses Reich Gottes in Kraft sehen werden. Und Matthäus formuliert es noch etwas anders. In Matthäus 16, Vers 28, und er sagt, es sind einige von denen, die hier stehen, die werden den Tod keinesfalls schmecken, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Also Matthäus legt so ein bisschen mehr den Fokus darauf, dass sie Jesus in seinem Reich sehen werden. Also wenn wir alle diese 3 Stellen zusammennehmen, die um diese etwas, ja, kryptische Aussage von Jesus zu verstehen, dann können wir gut nachvollziehen, was Jesus hier gemeint hat mit diesem Versprechen. Und zwar versprach Jesus einigen seiner Jünger, dass sie nicht sterben würden,
bevor sie Jesus in dem Glanz und der Autorität und der Majestät und Würde seiner göttlichen Königsherrschaft sehen würden, mit der er auch bei seinem zweiten Kommen ja erscheinen wird, so wie er es in Vers 26 vorausgesagt hatte. Und genau an dieser Stelle dann fahren alle synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus und Lukas, mit dieser Verklärungsgeschichte, machen die damit weiter. Und damit wird deutlich, diese Aussage von Jesus hängt ganz eng mit dem zusammen, was jetzt kommt. Und was auch auffällt, ist, dass alle drei Synoptiker eine ganz konkrete Zeitangabe hier machen, nachdem Jesus dieses Versprechen gibt. Also bei Lukas lesen wir hier, dass Jesus mit drei seiner Jünger, also mit Petrus, Johannes und Jakobus, nach etwa 8 Tagen auf diesen Berg gestiegen ist. Matthäus und Markus berichten, dass dieses Ereignis exakt 6 Tage nach dieser Aussage passiert ist. Und da merken wir schon, alle Synoptiker berichten dieses Ereignis und fügen ganz bewusst diese konkrete Zeiteingabe hier rein. Und da merken wir schon, das hängt ganz eng miteinander zusammen. Man könnte sich vielleicht fragen, warum wir hier unterschiedliche Zahlen haben. Also Lukas 8 Tage, Matthäus und Markus 6 Tage. Eine Erklärung könnte sein, dass Matthäus und Markus 6 volle Tage gezählt haben und Lukas noch diesen An- und Abreisetag sozusagen mit reingenommen hat. Und dadurch, und er sagt ja etwa 8 Tage, und so würde das dann eigentlich würden wir auf dasselbe bei rumkommen, wenn wir das hier so erklären würden. Also Jesus nahm seine drei engsten Jünger mit auf diesen Berg, Petrus und die beiden Brüder Johannes und Jakobus. Und das kennen wir auch aus anderen Situationen, das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Das war der engste Kreis im Kreis der Jünger, die zu Jesus gehörten. Und Jesus hat diesen drei Jüngern manchmal ganz, ja man könnte sagen, exklusive Einblicke in sein Leben gegeben. Und so war es auch hier in diesem Moment. Nun, Jesus lässt also 9 Jünger zurück und besteigt mit diesen drei seiner engsten Jünger einen Berg, der hier nicht mit Namen genannt wird. Bei Matthäus finden wir allerdings 2 Beschreibungen, die diesen Berg etwas charakterisieren. Matthäus sagt, dieser Berg lag abseits oder die Gegend generell war abseits und es war ein hoher Berg. Und das wird in Matthäus wird das gesagt. Und in Matthäus 16, Vers 13 haben wir ja schon festgestellt, dass Jesus mit seinen Jüngern in der Gegend von Caesarea Philippi unterwegs war. Vielleicht kannst du nochmal die Karte einblenden. Ah, okay, das klappt heute nicht. Kein Problem. Also stellt euch vor, das Gebiet von Israel und ganz oben im Norden, das war schon außerhalb von Judäa und Galiläa, also noch nördlicher als der See Genezareth. Dort lag diese Stadt Caesarea Philippi. Und Caesarea Philippi lag direkt am Fuß des Hermongebirges. Und deswegen gehen sehr viele Ausleger davon aus, dass dieser Ort damit gemeint ist. Das Hermongebirge ist ein sehr massives und großes Gebirge und es hat 3 Gipfel, die sind ungefähr alle gleich hoch. Der höchste von ihnen misst 2814 Meter. Also der Hermon oder dieses Gebirge ist fast das ganze Jahr über mit Schnee bedeckt. Und hier entspringen ja ganz viele Flüsse, unter anderem auch die Quellen, die dann zum Jordan führen sozusagen und den Jordan und den See Genezareth speisen und das Tote Meer. Also ein sehr bekanntes Gebirge auch unter den Juden oder damals in dieser Gegend einfach. Und ja, das ganze Hermongebirge war einfach ein sehr hohes Gebirge und es war auch sehr abgelegen. Und deswegen ja, passt diese Beschreibung oder ja, einfach am besten dazu, wenn hier erzählt wird, dass Jesus auf diesen Berg gestiegen ist, sehr wahrscheinlich war es dieses Gebirge. Nach der kirchlichen Tradition, vor allem nach der katholischen Tradition, geht man davon aus, dass die Verklärung von Jesus auf dem Berg Tabor stattgefunden hat. Das ist ein Berg in Galiläa. Dieser Berg ist allerdings nicht viel höher als andere Berge in der Gegend und er war zu der damaligen Zeit auf jeden Fall auch nicht irgendwie abgeschieden. Und deswegen ja, spricht es eher dagegen, dass diese kirchliche Tradition, sage ich mal, dass es tatsächlich ja, dort stattgefunden hat. Es gibt auch heute dort diese Verklärungsbasilika, zu der viele Leute pilgern, um sie zu besuchen, diesen Ort, wo scheinbar Jesus verklärt wurde. Aber wie gesagt, wahrscheinlich ist das eher nicht.
Man könnte sich fragen, oder ich habe mich gefragt, warum Jesus gerade diesen Berg Hermon ausgesucht hat für seine Verklärung. Und wir finden jetzt hier in dem Evangelium keine direkte Erklärung. Aber für jeden Leser der damaligen Zeit war klar, dass dieser Ort kein neutraler Ort war. Ja, also für uns Leser im 21. Jahrhundert, wir lesen Berg und das ist einfach ein Felsmassiv, ja, mit unserem westlichen und wissenschaftlichen Denken. Aber damals wurden Anhöhen und Berge ganz oft mit Götterverehrung und mit heidnischen Ritualen verbunden. Und der Berg Hermon war davon nicht ausgenommen. Jeder Jude wusste, dass schon im Alten Testament auf dem Gipfel des Hermon ein Kultplatz für den Gott Baal war, also eine der Hauptgottheiten der damaligen Kananiter, die in diesem Gebiet wohnten. Und deswegen wird dieser Berg im Alten Testament auch manchmal Baal Hermon genannt. Und auch zur Zeit Jesu war dieser Ort eine Hochburg des Götzendienstes. 1983 hat man dieses Gebiet archäologisch untersucht und man hat mehr als 20 Heiligtümer aus der griechisch-römischen Zeit gefunden. Und das ist eine sehr ungewöhnlich hohe Anzahl für dieses Gebiet. Also in der Antike war dieser Ort ein Zentrum der Anbetung, vor allem des römischen Gottes Pan und des griechischen Gottes Zeus. Also was hier deutlich wird und was den Jüngern damals also vor Augen war natürlich, dieser Ort war verseucht von Götzendienst, könnte man sagen. Und wir wissen ja aus dem Alten Testament, dass jede Form von Götzendienst im Endeffekt eine Verehrung von Dämonen und letztlich von Satan selbst ist. Also dieser Ort war sozusagen eine satanische und dämonische Hochburg, ein Ort der Rebellion gegen Gott. Und ja, wenn ich das jetzt hier so eins und eins, sage ich mal, zusammenzähle, nach meinem Verständnis hat Jesus diesen Berg gewählt, diesen Ort, wo seine Verklärung stattfinden sollte, nicht zufällig, sondern hier enthüllt Jesus für diese drei Jünger, wer er in Wahrheit ist, der ewige Gott und König, der seine Königsherrschaft aufrichten wird. Aber diese Verklärung, die hier stattgefunden hat, das war auch ein deutliches Zeichen für die ganze übernatürliche Welt, dass Jesus hier seine Göttlichkeit sozusagen enthüllt und dieser ganzen kosmischen Rebellion, die ja auch stattfindet, ein deutliches Zeichen gibt, dass seine göttliche Königsherrschaft eintreten wird und dass er ein Königreich des Friedens gründen wird, wo Satan und das Böse und alle Dämonen und alle geistlichen Mächte und die Sünde und der Tod ein für alle Mal besiegt werden. Und Jesus macht also deutlich, ich werde diesen Kampf aufnehmen. Und das ist nicht nur ein Kampf, den Jesus für uns Menschen gekämpft hat, sondern wie gesagt, das ist auch ein geistlicher, ein kosmischer Kampf gegen Satan und sein satanisches Werk der Zerstörung, das ja im Garten Eden angefangen hat. Lukas ist der einzige der drei Evangelisten, der betont, dass Jesus auf diesen Berg gestiegen ist, um zu beten. Es fällt ja bei Lukas generell auf, dass er immer wieder erwähnt, dass Jesus gebetet hat. Wir haben es schon im letzten Abschnitt gelesen, Jesus zieht sich zurück in dieses Gebiet von Caesarea Philippi, um alleine zu sein und zu beten. Und dort in der Abgeschiedenheit fragt er seine Jünger, was denkt ihr, wer ich bin? Und dann kommt es zu dieser Sternstunde, wo Petrus dieses eindeutige Bekenntnis ablegt. In Lukas 6, Vers 12 haben wir auch schon gelesen, dass Jesus immer wieder auf Berge gestiegen ist und sogar die ganze Nacht durchgebetet hat, bevor er zum Beispiel seine 12 Jünger erwählt hat. Und ich denke, hier können wir ein Muster erkennen. Lukas erwähnt immer wieder an entscheidenden Stellen im Leben Jesu, dass er sich bewusst Zeit zum Beten genommen hat. Und in unserem Abschnitt sagt Lukas es sogar zweimal, Jesus stieg auf den Berg, um zu beten, und als er betete, dann wurde er verändert. Also er sagt es bewusst zweimal, um das zu betonen. Und wenn wir uns das angucken, dieses Muster, dann merken wir, dass diese geistlichen Sternstunden, die Jesus mit seinen Jüngern erlebt hat, dieses Bekenntnis oder die Erwählung der 12 Jünger und jetzt diese Umwandlung vor ihren Augen, mein Eindruck ist, das geschah nicht einfach so aus heiterem Himmel, sondern dass Jesus, das hier betont wird, Jesus hat immer wieder besonders dann gebetet, macht deutlich, dass Jesus sehr wahrscheinlich auch für seine Jünger ganz speziell und konkret gebetet hat. Und er wusste, diese geistliche Erkenntnis, das kommt nicht einfach durch logische, rationale Entscheidungen, dass Petrus verstehen konnte, wer Jesus als Messias ist
oder auch durch übernatürliche Erfahrungen, sondern es ist ein Werk Gottes, wenn ein Mensch versteht, wer Jesus Christus ist. Und deshalb hat Jesus ja auch zu Petrus gesagt, als Petrus dieses Bekenntnis ablegt, nicht Fleisch und Blut haben dir gezeigt, wer ich bin. Du hast es nicht aus dir selbst verstanden oder ein Mensch hat es dir gesagt, sondern mein himmlischer Vater hat es dir offenbart. Also mein Eindruck ist, Jesus hat immer wieder intensiv gebetet und wahrscheinlich auch für seine Jünger, damit dieser geistliche Aufbruch geschieht und damit geistliches Wachstum geschehen kann. Und ich denke, das ist, hier können wir von Jesus lernen, das ist genau das, was wir auch tun sollten, ja, dass wir für unsere Kinder, für unsere Enkel, für Familienangehörige, für Geschwister in der Gemeinde immer wieder bewusst beten, ja, und dass wir das zur Aufgabe machen, für geistlichen Aufbruch und Wachstum zu beten. Auch bei Paulus sehen wir das ja sehr deutlich, der immer sehr intensiv für die Gemeinden gebetet hat, dass sie Jesus mehr erkennen und Jesus mehr lieben. Ja. Und hier sehen wir, Paulus und Jesus waren sich hier sehr ähnlich. Sie haben viel gearbeitet, sie haben viel gemacht, aber sie haben auch sehr, sehr viel und intensiv gebetet, dass Gott geistliches Wachstum und Erkenntnis schenkt. Also ihr Dienst an den Menschen war immer auch mit einem intensiven Gebetsdienst für diese Menschen durchtränkt, bei Paulus, bei Jesus. Und da können wir uns ja ein Vorbild nehmen hier an Jesus. Während Jesus also betet, heißt es hier, hat sich sein Aussehen verändert, sein Gesicht und seine Kleidung wurden weiß und strahlten, so sagt Lukas es hier. Markus und Matthäus benutzen hier das Wort, Jesus wurde umgestaltet. Also Jesus wurde vor ihnen umgestaltet, heißt es dort. Und früher wurde dieses Wort auch mit verklärt übersetzt. Und das steht ja oft noch in Überschriften, die wir in der Bibel finden, die Verklärung Jesu. Heute benutzt kaum noch jemand dieses Wort verklärt. Deswegen wird in den neueren Übersetzungen, auch in der Elberfelder zum Beispiel, das Wort umgestaltet benutzt, weil einfach dieses Wort in unserem Sprachgebrauch nicht mehr vorkommt. Aber es bedeutet im Endeffekt dasselbe, verklärt oder umgestaltet. Das ist diese Bedeutung. Und Matthäus beschreibt diese Umgestaltung so: Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und Markus ergänzt, dass seine Kleider glänzten und sehr weiß wurden und er fügt hinzu, wie kein Walker sie weiß machen kann. Das war damals eine Berufsbezeichnung, also Walker haben sich mit Stoffen beschäftigt, haben Stoffe bearbeitet, gefärbt oder auch so gereinigt und gebleicht, dass sie zum Beispiel ganz weiß geworden sind. Und Markus sagt, ich habe noch nie so ein weißes Gewand gesehen, das so gestrahlt hat. Selbst kein Walker kann das ja so bearbeiten, wie das in diesem Fall bei Jesus war. Nun, wie sollen wir ja diese Umgestaltung Jesu einordnen? Was hatte das zu bedeuten? Jesus hatte ja vorausgesagt, und das haben wir schon gut besprochen, dass er vor dem Tod einiger Jünger einigen in seiner Pracht und Herrlichkeit, in seinem göttlichen Glanz erscheinen würde. Und das passiert ja jetzt hier. Aber ab dem Zeitpunkt, an dem Jesus Mensch geworden ist, wurde ja seine göttliche Herrlichkeit durch seinen physischen Körper sozusagen verdeckt. Ja. Manchmal blitzt ja seine Göttlichkeit hindurch, wenn Jesus Wunder getan hat oder gelehrt hat. Aber ansonsten war Jesus ja ein ganz normaler Mann, ein ganz normaler Jude und er stach nicht irgendwie besonders hervor, weil halt sein physischer, sein menschlicher Körper wie so ein verdunkelnder Vorhang war, der diese Göttlichkeit nicht durchblitzen ließ. Aber jetzt in diesem Moment der Umgestaltung wurde dieser Vorhang sozusagen zur Seite geschoben und die ganze göttliche Schönheit und Majestät Jesu strahlte einfach nur so ungehindert aus ihm heraus. Und es heißt hier, Jesus wurde verwandelt und seine Jünger haben geschlafen. Und wir wissen nicht genau, wann Jesus während dieses Gebets verwandelt wurde. Man könnte sich vorstellen, dass die vier wahrscheinlich den ganzen Tag gebraucht haben, um diesen Berg zu besteigen. Und wahrscheinlich hat Jesus sich dann Zeit zum Beten genommen und vielleicht hat auch Jesus wieder die ganze Nacht gebetet, es wird jetzt keine Zeitangabe gemacht, aber die Jünger waren auf jeden Fall müde, vielleicht müde vom Aufstieg und sind irgendwann eingeschlafen. Und während die Jünger also schlafen und Jesus betet, wird Jesus verwandelt und da hat Jesus diese Unterredung mit diesen zwei Männern aus dem Alten Testament, mit Mose und mit Elia. Man könnte sich fragen, warum erscheinen jetzt genau diese zwei Männer? Es gibt einen spannenden Hinweis, den Lukas uns liefert.
Er sagt nämlich, worüber die drei gesprochen haben. Das heißt ja hier, sie besprachen den Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Und das ist hier ein sehr interessantes Detail, das Lukas uns gibt. In der deutschen Übersetzung kommt das nicht so rüber, was Lukas hier sagt. Aber das Wort, das griechische Wort, das an dieser Stelle gebraucht wird, ist das Wort Exodus. Und das kann man übersetzen mit Ausgang oder Ende, Weggang oder Auszug. Und für jeden Bibelkenner läuten jetzt die Alarmglocken, wenn wir das auf Griechisch lesen würden, Exodus. Ja. Es gibt ein ganzes Bibelbuch, das so genannt wird, das zweite Buch Mose, das Buch Exodus. Und die meisten werden diese bekannte Geschichte aus dem Alten Testament sehr, sehr gut kennen. Und zwar geht es um den Auszug, um den Exodus des Volkes Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei Ägyptens unter der Führung Moses. Und genau dieses Wort wird auch in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments gebraucht, wenn vom Auszug gesprochen wird, dieses Wort Exodus, das hier auch im Neuen Testament auf Griechisch steht. Also dieser Auszug von Gottes Volk aus Ägypten damals, das war ja ein mächtiges und gnädiges Eingreifen Gottes, um sein versklavtes Volk zu befreien und in ein neues Leben zu führen. Und genau so, wie Israel damals vor tausenden Jahren diese Befreiung erlebt hat, so wird Jesus auch Befreiung bringen, nicht aus einer politischen Herrschaft, sondern von der Sklaverei der Sünde. Und er wird die Menschen, die an ihn glauben, in ein neues Leben führen. Und jetzt heißt ja hier, Mose und Elia besprachen mit Jesus, was auf ihn in Jerusalem zukommen würde. Also es ging ganz konkret um seine Leiden, um seinen Tod, um seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. Diesen Ausgang der Befreiung, diesen Exodus der Befreiung sollte Jesus für alle Menschen schaffen. Und sein weiterer Weg für ihn würde von nun an nach Jerusalem führen, ja, um diesen großartigen Rettungsplan seines Vaters in die Tat umzusetzen, der noch viel größer war als dieser Rettungsplan, der damals im Alten Testament passiert ist. Und in der Tat, ein paar Verse weiter werden wir in den kommenden Wochen lesen, in Lukas 9, Vers 51, da heißt es, es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtete er, also Jesus, sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Also nach diesem Ereignis gab es für Jesus jetzt keinen anderen Weg mehr. Er war fest entschlossen, nach Jerusalem zu gehen, damit genau das passieren kann, dieser Rettungsplan Gottes für die ganze Menschheit, dass der umgesetzt wird, um diese Mission des Vaters zu erfüllen. Und es bleibt noch die Frage, warum gerade Mose und Elia dort bei Jesus waren, um diesen Exodus zu besprechen. Nun, Jesu Tod, seine Auferstehung und die Himmelfahrt, all das wurde ja im Alten Testament prophezeit. Und Lukas betont immer wieder im Lukas-Evangelium, aber auch in der Apostelgeschichte, zwei wichtige Teile des Alten Testaments, und zwar das Gesetz, also die fünf Bücher Mose und die Propheten. Und die Prophetenbücher in der jüdischen Bibel, die waren etwas anders angeordnet als bei uns. Also es gab die vorderen und die hinteren Propheten in der jüdischen Bibel. Und die vorderen Propheten waren die Bücher Josua, Richter, Samuel und König. Also das waren keine Geschichtsbücher für Juden, sondern das waren Prophetenbücher. Und die hinteren Propheten waren dann Jesaja, Jeremia, Hesekiel und die 12 kleinen Propheten. Und ja, der Prophet Elia kommt ja im zweiten Buch Könige vor, also in einem Prophetenbuch nach jüdischem Verständnis. Und er gehörte zu diesen vorderen Propheten. Und er war einer der prominentesten Propheten im Volk Israel zur Zeit des Alten Testaments. Also man könnte zusammenfassen, Mose repräsentiert sozusagen das ganze Gesetz als Teil dieser jüdischen Schriften. Und Elia ist ein Repräsentant für alle Propheten, die nach ihm aufgetreten sind. Und Lukas will damit betonen, und auch durch diese Verklärung soll betont werden, Jesus ist gekommen, um alles zu erfüllen, was in den fünf Büchern Mose, durch Mose und in allen anderen Propheten, der durch Elia repräsentiert wird, vorausgesagt würde über den Tod, seine Auferstehung und seine ewige Königsherrschaft, die Jesus eines Tages antreten wird. Und deswegen sind diese beiden ja sehr wichtigen Gestalten aus dem Alten Testament dort, um diese Sache mit Jesus zu besprechen. Und während Jesus also verwandelt wurde, um diesen ja heilsgeschichtlichen Höhepunkt zu besprechen mit Mose und Elia, da schlafen die Jünger. Das heißt hier, ihre Augen waren beschwert
Matthäus 26, Vers 34 wird auch dieser Ausdruck gebraucht, um zu betonen, die Jünger waren tief und fest am Schlafen. Und Lukas beschreibt dann, dass die drei aufgewacht sind und erstmal zu sich kommen mussten. Also ich kann das gut verstehen, das ist bei mir auch immer so. Ich brauche dann erstmal einen Moment, um wach zu werden. Vielleicht geht das euch auch so. Aber als sie dann völlig wach waren, sahen sie Jesus verwandelt und wie er mit Mose und Elia gesprochen hat. Und hier wird deutlich, Lukas betont das sehr klar, die drei haben nicht geträumt. Ja, also die hatten auch keine Vision im Schlaf, sondern das, was sie da gesehen und erlebt haben, das war völlig real, das hat sich vor ihren Augen abgespielt. Also manche Ausleger gehen nämlich davon aus, wenn man das irgendwie wegerklären will, dass das wirklich so passiert ist, dass sie halt einfach geträumt haben im Schlaf, dass sie sozusagen aus dem Beten irgendwie ins Schlafen übergegangen sind und dann sowas Wunderbares geträumt haben. Aber Lukas betont ganz bewusst, dass sie wach geworden sind. Ja. Und dieser Augenblick war für diese drei Jünger wirklich ein unglaublicher Moment. Stellt euch vor, ihr guckt an einem Sommertag direkt in die Sonne und ihr habt das alles schon mal gemacht, das kann man kaum für ein paar Sekunden aushalten. Und wie muss es den Jüngern hier gegangen sein, vielleicht wenn es sogar noch Nacht war, umso mehr, dass diese Herrlichkeit von Jesus, dass Jesus geleuchtet hat wie die Sonne, dass sie ihn kaum angucken konnten, weil er so strahlte in seiner Herrlichkeit. Also ein ganz unglaublicher Moment für diese drei Jünger. Und dann heißt es, dass Mose und Elia sich aufmachten, um zurückzukehren. Und Petrus hatte eine Idee. Er sagt, Meister, es ist so gut hier. Und er schlägt Jesus vor, dass er drei Hütten baut. Er denkt noch nicht mal an sich und die anderen zwei Jünger. Er wird für Mose, Elia und Jesus eine Hütte bauen. Und Markus und Lukas berichten, dass Petrus nicht genau wusste, was er sagen sollte und dass er deswegen vorschnell so einen Vorschlag gemacht hat. Und die drei Jünger waren verständlicherweise sehr verstört und erschrocken, das kann man sich ja gut vorstellen. Und deswegen macht Petrus, der generell immer so der Vorsprecher war, vorschnell diesen Vorschlag. Nun, was dachte sich Petrus bei diesem Vorschlag, drei Hütten zu bauen? Da gibt es auch die unterschiedlichsten Ideen, warum Petrus das gesagt hat. Ich habe irgendwie keine wirklich gute Erklärung gefunden, die für mich irgendwie am meisten Sinn gemacht hat und die Petrus nicht völlig irgendwie naiv und vorlaut darstellt. Und deswegen erkläre ich einfach mal oder gebe das so wieder, wie Arnold Fruchtenbaum das erklärt. Und er hält hier oder er erklärt aus dem Kontext, wir können ja deutlich sehen, Petrus hatte sehr deutlich verstanden, wer Jesus ist. Und er hat dieses Bekenntnis über Jesus abgelegt. Aber Petrus hatte noch nicht verstanden, dass Jesus zweimal kommen würde. Einmal, um zu leiden und zu sterben. Und ein zweites Mal dann glorreich, verherrlicht, um als Richter aufzutreten. Das hatte Petrus, das konnte er noch nicht auseinanderbringen. Und die anderen Jünger ja auch nicht, obwohl Jesus das ja schon einmal vorausgesagt hatte. Und jetzt geht Fruchtenbaum auch davon aus, dass Petrus eine Prophezeiung aus Sacharja 14 kannte. Und dort wird nämlich vorausgesagt, wenn der Messias in seiner Herrlichkeit erscheinen wird, dann wird Jahr für Jahr das Laubhüttenfest gefeiert werden müssen in der zukünftigen Herrschaft des Messias. Und er legt das so aus, dass das zukünftige messianische Reich, das einmal durch Jesus gegründet wird, die Erfüllung des Laubhüttenfestes sein wird. Also wie das jüdische Passafest die Erfüllung in Jesu Tod und Auferstehen findet, das ist für uns ja sehr eindeutig und klar, so findet das Laubhüttenfest seine völlige Erfüllung darin, wer das messianische Königreich anfangen wird. Und er legt es jetzt so aus, Petrus glaubte, dass Jesus als der verherrlichte Messias, so wie er ihn jetzt gesehen hat, wahrscheinlich dieses messianische Königreich einrichten und gründen wird. Und damit bricht die Erfüllung des Laubhüttenfestes an. Und deswegen schlägt Petrus hier vor, diese drei Hütten zu bauen. Und das, ich denke, die meisten von euch werden das wissen, denn während dem Laubhüttenfest mussten alle Juden nicht in ihren Häusern wohnen, sondern man hat sich Hütten gebaut aus Stöcken und Zweigen und Laub und dann hat man in diesen Hütten einige Tage lang gelebt. Und deswegen, so legt er das aus, macht Petrus hier diesen Vorschlag, diese Hütten zu bauen. Wie gesagt, weil er glaubt, jetzt tritt diese Verheißung in Kraft aus Sacharja 14. Aber bevor Petrus mit Johannes und Jakobus überhaupt in Aktion treten können, um diesen Plan umzusetzen, heißt es hier, dass eine dichte Wolke, in anderen Evangelien wird deutlich, eine Wolke aus Licht hüllt diese Szene ein
Und als diese Lichtwolke sie überschattet, da bekamen die Jünger es noch mehr mit der Angst zu tun. Denn sie wussten ganz genau, was das bedeutet. Wenn eine dichte Lichtwolke jetzt erscheint, dann ist Gott selbst anwesend. Ja. Denn immer wenn im Alten Testament eine dichte Wolke erschien, dann war Gott darin verborgen. Und deswegen fallen die Jünger auf ihr Gesicht, sie werfen sich nieder, weil sie wissen, jetzt erscheint Gott. Und ihnen war klar, Gott darf man nicht sehen. Und sie fallen auf ihr Angesicht und bedecken ihr Angesicht und sie hören aber Gottes Stimme, die genau dasselbe sagt wie bei der Taufe von Jesus: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Also Gott, der Vater, bestätigt jetzt nochmal dieses Bekenntnis, das Petrus abgelegt hat, dass das richtig und wahr ist. Dieser Jesus ist der Messias und der wahre Sohn Gottes. Und deswegen sollten sie ihm folgen und unbedingt auf ihn hören. Das ist das einzig Richtige und Logische. Und wenn Jesus zum Beispiel sagt, dass er diesen Leidensweg gehen muss, dann brauchte er keine Korrektur von Petrus, ja, der ihn ja beiseite genommen hat, gesagt, auf keinen Fall, Jesus, soll das passieren. Hört auf Jesus und auf das, was er euch zu sagen hat, kommt hier diese Anweisung von ganz oben, könnte man sagen. Und als sich die Jünger also wieder trauen, aufzublicken, sehen sie nur noch Jesus und so, wie sie ihn kennen, wieder als ganz normalen Mann, der sich durch nichts von allen anderen unterscheidet. Dieser Vorhang der Menschlichkeit ist wieder zugefallen, sage ich mal, und diese göttliche Identität war wieder verborgen. Ja, diese Verklärung von Jesus, das muss ein unglaublich prägendes Erlebnis für diese drei Jünger gewesen sein. Und trotzdem heißt es hier, dass sie es nur für sich behalten haben. Und Matthäus und Markus lesen wir, dass Jesus ihnen sogar gebietet, niemandem davon zu erzählen, bis er aus den Toten auferstanden ist. Nun, warum Jesus dieses Schweigegebot an dieser und auch an anderen Stellen gibt, das habe ich ja letzte Woche schon ein bisschen ausführlicher erklärt. Deswegen werde ich jetzt nicht so darauf eingehen. Aber man könnte sich vielleicht noch fragen, wofür war diese ganze Aktion jetzt gut? Gut, Jesus wurde nochmal bestätigt als der Messias, als der Sohn Gottes. Aber was gibt es irgendwie noch einen Nutzen davon? Warum ist diese Verklärung passiert? Wir haben ja schon am Anfang festgestellt, dass Jesus von seinem Wiederkommen in Macht und Herrlichkeit gesprochen hat. Und in diesem Zusammenhang gibt Jesus dieses Versprechen, dass einige ihn in seiner Herrlichkeit sehen werden, in seiner göttlichen Majestät und Kraft. Und die Jünger wurden ja angewiesen, erst nach der Auferstehung darüber zu sprechen. Und genau das haben sie auch getan. Und Petrus macht es sogar in einem seiner Briefe, in 2. Petrus 1, in den Versen 16 bis 19. Also ihr könnt das gerne mal aufschlagen, ich möchte diese Stelle mit euch lesen. 2. Petrus 1, die Verse 16 bis 19. Ich lese diese Verse aus der neuen evangelistischen Übersetzung und hier heißt es, hier schreibt Petrus: Denn wir haben uns keineswegs auf Mythen oder frei erfundene Geschichten gestützt, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und seinem Wiederkommen erzählten. Nein, wir haben seine herrliche Größe mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, damals, als eine Stimme von der höchsten Herrlichkeit an ihn erging: Dies ist mein über alles geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wir haben diese himmlische Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und eine noch festere Grundlage haben wir im prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Also Petrus schreibt diesen 2. Petrusbrief und er will seinen Lesern ja den Glauben und die Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu stärken. Ja, die Wiederkunft Jesu, die zögerte sich hinaus und man fing an darüber zu spotten, dass die Christen damals glaubten, dass Jesus wiederkommen würde. Ja, das waren doch Märchen, frei erfundene Geschichten von irgendwelchen Phantasten. Und Petrus macht ihnen Mut, ja, und sagt: Ich habe das Ereignis der Verklärung Jesu mit eigenen Augen gesehen. Ich bin ein Augenzeuge, ja, und ich habe damals einen kleinen Vorgeschmack von dieser herrlichen Majestät und der Größe Jesu bekommen. Für die jungen Leute hier, man könnte sagen, das war ein kurzer Trailer, ja. Das Eigentliche kommt aber noch. Jesus wird in Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Und er sagt: Ich habe es schwarz auf weiß selbst erlebt. Ich bin ein Augenzeuge davon. Und heute, 2000 Jahre später, ist Jesus immer noch nicht wiedergekommen.
Und das gibt uns vielleicht heute noch mehr Grund zu zweifeln. Wird das wirklich wahr werden? Wird Jesus einmal wirklich wiederkommen? Und trotzdem halten wir daran fest, Jesus wird wiederkommen in absoluter Macht und in seiner göttlichen Herrlichkeit, wie er es selbst verheißen hat, wie die Schriften es voraussagen und wie der Augenzeuge Petrus, der es hier nochmal betont, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, Jesus wird wiederkommen, ich habe ihn verherrlicht gesehen. Also das könnte ein Nutzen, ein Effekt sein, warum diese Verklärung Jesu geschehen ist, um unseren Glauben und die Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu zu stärken, weil wir einen Augenzeugenbericht hier vorfinden, der genau einen kleinen Vorgeschmack davon erlebt hat. Nun von diesem, man könnte fast sagen, atemberaubenden und völlig abgehobenen Erlebnis geht es für Jesus und seine Jünger, könnte man sagen, zurück in den Alltag. Zurück in das ganze Leid dieser Welt, zurück in eine Welt, die von Satan versklavt und unterdrückt wird, zurück in eine Welt, in der Menschen ihren einzigen Ausweg aus dieser Sklaverei, nämlich Jesus, immer noch ungläubig ablehnen. Deswegen lesen wir mal weiter noch ab Vers 37 bis 43. Es geschah aber am folgenden Tag, als sie von dem Berg herabgestiegen waren, da kam ihm eine große Volksmenge entgegen. Und siehe, ein Mann aus der Volksmenge rief laut und sprach: Lehrer, ich bitte dich, blicke hin auf meinen Sohn, denn er ist mein einziger. Und siehe, ein Geist ergreift ihn und plötzlich schreit er und er zerrt ihn unter Schäumen. Und kaum einmal lässt er von ihm ab, er reibt ihn auf. Und ich bat deine Jünger, dass sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht. Jesus aber antwortete und sprach: Ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn her. Aber noch während er herbeikam, warf ihn der Dämon nieder und zerrte ihn zusammen. Jesus aber bedrohte den unreinen Geist und heilte den Jungen und gab ihn seinem Vater zurück. Sie erstaunten aber alle sehr über die herrliche Größe Gottes. Wow, was für ein Kontrastprogramm, oder? Ich glaube, hier wird so richtig deutlich, wie sehr Jesus unter dieser Spannung gelitten haben muss als Mensch, als der ewige Gott, der seine Gottheit verbergen musste in seiner Menschlichkeit, der so erhaben und mächtig ist. Und dann trotzdem diesen ungläubigen Menschen immer und immer wieder gegenübertritt. Jesus musste ihren Unglauben und ihre Verkehrtheit förmlich ertragen. Und so sagt Jesus es ja auch hier. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie Jesus diese Worte seufzend gesagt hat. Wie lange soll ich euch noch ertragen, euren Unglauben? Und Jesus ist dabei nicht lieblos, ungeduldig oder hart. Wir wissen, sein ganzes Wesen war voller Wahrheit und Gnade. Und trotzdem war das etwas, worunter Jesus gelitten hat, dass man ihn und seine Herrlichkeit nicht erkannte. Lass uns mal einen zweiten Blick auf diese Situation werfen und sehen, was ist ja eigentlich vor sich gegangen. Also in der Zwischenzeit hatte sich ja eine große Volksmenge versammelt und unter dieser Volksmenge war dieser Vater mit seinem einzigen Sohn, der von einem Dämon besessen war. Lukas beschreibt ja hier als Arzt, welche Folgen diese Besessenheit für diesen Jungen hatte, der das schon seit früher Kindheit hatte, das lesen wir aus den anderen Evangelien. Dieser Dämon, wenn er über ihn kam, dann musste dieser Junge plötzlich aufschreien und er wurde hin und her gezerrt und er schäumte aus dem Mund und er hat kaum Zeiten gehabt, wo das nicht passiert ist, und dadurch hat dieser Dämon diesen Jungen ganz zugrunde gerichtet. Matthäus berichtet uns, dass dieser Junge mondsüchtig war, also damals vermutete man, dass diese Anfälle irgendwie mit dem Mondzyklus zusammenhängen, also besser gesagt mit der Mondgöttin Selene, die diesen Mondzyklus bestimmt. Und man dachte, das hängt irgendwie zusammen. Und eine mondsüchtige Person hatte, darunter verstand man, dass eine Person solche Anfälle hatte, wie Lukas es hier beschreibt. Und wenn dieser Junge diese Anfälle hatte, dann wird bei Matthäus noch gesagt, dann hat der Dämon ihn sogar unkontrolliert umgeworfen, dass er manchmal ins Feuer oder ins Wasser gefallen ist, um ihn bewusst zu schaden oder sogar umzubringen. Und Markus berichtet uns, dass dieser Dämon diesen Jungen außerdem stumm und gehörlos gemacht hat.
Und wenn dieser Junge diese Anfälle hatte, dann ja, wird das ähnlich beschrieben. Er wurde auf den Boden geworfen, schäumte, knirschte mit den Zähnen und er ja, wurde starr. Das sind die Beschreibungen, die wir hier in diesen Texten bekommen. Es geht also um einen Jungen, und wir würden das vielleicht heute sagen, der irgendwie epileptische Symptome hat. Und dieser Junge konnte nicht reden und hören. Aber die Ursache war nicht einfach eine physisch-organische, dass irgendwas in seinem Gehirn nicht funktionierte, sondern diese Krankheit wurde durch einen Dämon verursacht. Das sagt hier die Schrift ganz eindeutig. Das klingt ja für die meisten Menschen heute im 21. Jahrhundert ziemlich unwissenschaftlich. Ja? Und sogar die meisten Theologen gehen ja heute nicht davon aus, dass Satan wirklich existiert und Dämonen wirklich existieren. Wie sollen wir also mit solchen Berichten umgehen? War dieser Junge einfach krank und man hatte keine guten Erklärungen dafür und man wusste nicht, was epileptische Anfälle sind? Und deswegen, heute sind wir weiter und wir können das wissenschaftlich erklären, deswegen können wir das ja, runterfallen lassen, dass das wirklich ein Dämon war. Nun, wir gehen ja davon aus, dass die Schrift nicht einfach nur die Meinung der damaligen Kultur wiedergibt, sondern dass es die volle Wahrheit ist. Und das gilt natürlich auch für diese Situation, die hier beschrieben wird. Und aus biblischer Sicht ist völlig klar, dass es Satan gibt, dass es Dämonen gibt. Wenn wir die Schrift ernst nehmen, dann ist das wahr. Und wir wissen aus der Schrift, dass böse Geister ja Herrschaft über einen Menschen bekommen können und dadurch körperliche Symptome bewirken können, wie solche epileptischen Anfälle oder andere Krankheiten oder auch hier Gehörlosigkeit und Stummheit. Und dieser verzweifelte Vater hat also diesen Sohn zu den übrigen Jüngern gebracht, Jesus war ja unterwegs, damit dieser Dämon ausgetrieben wird und sie haben es nicht geschafft. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, dass die Jünger die Vollmacht hatten, Dämonen auszutreiben, aber diesmal ist es ihnen nicht gelungen und man könnte sich ja fragen, warum nicht? Warum hat das nicht funktioniert? Vielleicht nochmal zum weiteren Kontext zu diesem Thema. Es war damals tatsächlich nicht unüblich, dass Dämonen ausgetrieben wurden. Also im antiken Judentum finden sich sehr viele Beispiele dafür, auch außerhalb der Schrift, sage ich mal, wie sie uns vorliegt. Und es gab auch, ja genau, auch Jesus sagt ja zum Beispiel an einer Stelle, wenn ich die Dämonen durch Gottes Kraft austreibe, wie machen es dann eure Söhne? Also es war durchaus verbreitet in der damaligen Zeit. Und also es war nicht direkt etwas Ungewöhnliches, sage ich mal. Und so eine Austreibung, die lief damals nach einem sehr festen Schema ab. Es gab nämlich ein ganz festes Ritual, wie eine Dämonenaustreibung ja, ausgeführt wurde. Und zwar musste man den Dämonen bedrohen und seinen Namen erfragen. Und nachdem man den Namen herausgefunden hatte, wurde dieser Dämon namentlich geboten, dass er ausfahren soll. Und dann wurde ihm verboten, erneut in diesen Menschen einzufahren. Also dieses Vorgehen war damals allgemein bekannt und so wurde das auch zur Zeit von Jesus praktiziert. Und es gab da aber ja eine bestimmte Sorte von Dämonen, die niemand austreiben konnte. Und zwar war es ja die Art von bösen Geistern, die einen Menschen gehörlos und stumm gemacht haben, so wie in diesem Beispiel. Und bei dieser Art von Dämonen konnte man natürlich nicht den Namen herausfinden und folglich konnte man auch nicht dieses Ritual anwenden und namentlich gebieten, dass dieser Dämon weichen musste. Und ich komme nochmal auf Fruchtenbaum zurück. Er erklärt, dass die jüdischen Theologen damals irgendwann festgelegt haben, wenn der Messias irgendwann auf den Plan tritt, dann wird er 3 messianische Wunder vollbringen und dann wird man eindeutig erkennen können, diese Person ist wirklich der Messias. Das erste messianische Wunder wird sein, dass er Aussätzige heilt, denn es gab nie in der jüdischen Geschichte einen Juden, der geheilt wurde von Aussatz, seit es die Tora, das Gesetz gab. Dann das zweite messianische Wunder würde sein, dass ein Besessener, der taub und stumm war, geheilt werden kann von seiner Besessenheit, also das, was wir hier finden. Und das dritte ist, dass ein Blinder geheilt wird, der seit Geburt blind war. Also die Pharisäer konnten damals auch manchmal Blinde heilen, die irgendwann blind geworden sind, aber von Geburt an blind, das war noch nie passiert. Und Jesus hat tatsächlich alle 3 messianischen Wunder vollbracht. Das könnt ihr im Neuen Testament nachlesen. Und immer wenn Jesus diese messianischen Wunder getan hat, dann waren die Leute sehr, sehr aufgeregt. Und manchmal sagen sie so, ist das der Sohn Davids? Ist das wirklich der Messias? Weil die Leute wussten, jetzt ist etwas ganz Besonderes passiert. Ja. Und wir sehen hier, Jesus, ja, wie gesagt, hat all diese messianischen Wunder vollbracht. Und Jesus musste auch in diesem Fall der Besessenheit nicht irgendwie ein bestimmtes Schema oder ein bestimmtes Ritual anwenden. Manchmal hat er es getan,
Aber er, in diesem Fall konnte er auch einfach diesen Geist bedrohen und dann musste dieser Dämon weichen. Und dieser leidgeplagte Junge, ja, wurde wieder gesund, ohne Wenn und Aber, da gab es keine Gegenwehr. Und hier spielt sich also wieder ganz deutlich Jesu absolute Macht, hier spiegelt sich Jesu absolute Macht wieder. Er ist Gott in Menschengestalt, er hat die höchste Autorität über alle bösen Geister und wenn er spricht, dann müssen sie ihm Folge leisten. Und Lukas betont ja auch hier, dass die Volksmenge von der Autorität und Vollmacht Jesu sehr erstaunt war an dieser Stelle. Vor ihren Augen war wieder ein messianisches Wunder geschehen und sie waren wieder über die Maßen erstaunt, wer dieser Jesus ist und was dieser Jesus tun kann. Aber es wird auch deutlich, für mehr hat es nicht gereicht. Ja. Die meisten glaubten trotzdem nicht, dass Jesus wirklich der Messias, der Sohn Gottes ist, wie Petrus es bekannt hatte. Und deswegen seufzt Jesus auch so erschöpft, weil dieser hartnäckige Glaube hier so fest sitzt. Bei Markus lesen wir noch, ja, dass der Vater des Jungen Jesus anflehte, aber wenn du etwas kannst, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn du etwas kannst, erwiderte Jesus, was soll das heißen? Für den, der Gott vertraut, ist alles möglich. Also wenn man das liest, dann spürt man ja förmlich die Spannung, die in der Luft liegt. Ja, der Junge hatte wieder diesen Anfall, auf einmal vor Jesus und vor diesen ganzen Menschen. Er liegt auf dem Boden, er zuckt hin und her, wälzt sich da im Staub. Alle Versuche, Hilfe zu bekommen für diesen Vater, waren bis jetzt überall gescheitert. Sein Herz war voller Angst und Zweifel. Er kann kaum noch glauben, dass seinem Jungen irgendwie geholfen werden kann. Und er kommt zu Jesus und diese letzte verzweifelte Bitte, dieser letzte Strohhalm, der ihm noch bleibt, könnte man sagen, sein Glaube war fast auf Null und er fleht Jesus an, wenn du etwas kannst, bitte, bitte hilf mir. Und Jesu Antwort klingt ja fast ein wenig schroff, wenn du etwas kannst, was soll das heißen? Für den, der Gott vertraut, ist alles möglich. Das klingt ja fast schon, unfreundlich, so kommt es zumindest rüber. Aber ich bin mir sicher, Jesus war hier nicht unfreundlich oder lieblos, aber Jesus fordert diesen Mann auf, nicht an ihm zu zweifeln. Ich habe ja in der letzten Woche schon erklärt, dass Jesus nach seiner bewussten Verwerfung als Messias nur noch Wunder getan hat, wenn eine persönliche Not vorlag und wenn er Glauben eingefordert hat. Und so ist es auch hier. Jesus fordert diesen zutiefst verzweifelten Vater auf, sein Vertrauen ganz auf ihn zu setzen. Und dieser Vater schreit in seiner Verzweiflung dieses bekannte Bekenntnis, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und Jesus, ja, heilt diesen Jungen. Aber nicht nur der Vater dieses Jungen hatte mit Zweifeln zu kämpfen, auch die Jünger, die vorher erfolglos versucht haben, diesen Jungen zu heilen und zu befreien, auch die nennt Jesus ja hier kleingläubig. Ja. Und sie haben Jesus später gefragt, warum konnten wir dieses Wunder nicht vollbringen? Und Jesus sagt ihnen nicht, sagt, gut, das ist ein messianisches Wunder, das kann nur ich vollbringen, sondern er sagt, diese Art von Dämonen kann nur durch Gebet weichen. Also wahrscheinlich haben die Jünger versucht, diesen Dämon im Jesu Namen auszutreiben, aber Jesus sagt, in diesem speziellen Fall ist das nicht genug, sondern es geht nur durch Gebet. Und wahrscheinlich, weil das nicht direkt funktionierte bei den Jüngern und sie auf einmal unfähig dastanden, fingen auch sie an zu zweifeln und waren sich nicht mehr sicher, was sie tun sollten. Und ihr Lieben, ganz oft geht es, ja, bin ich so wie dieser Vater und wie die Jünger? Mein Glaube ist ganz klein und zaghaft. Ja. Mein Herz glaubt zwar, aber es vermischt sich mit vielen Zweifeln und Fragen und Ängsten und Sorgen. Und vielleicht ist das bei dir oft auch so. Und es ermutigt mich hier so zu sehen, wie barmherzig und wie gütig Jesus sich diesem verzweifelten Vater zuwendet. Ja, er fordert ihn heraus, glaub an mich, richte dein ganzes Vertrauen auf mich aus. Aber dann nimmt Jesus diesen kleinen Funken Glauben, der gemischt ist auch mit allen Zweifeln, und er belohnt den Glauben dieses Vaters, indem er ja, diesen Jungen heilt. Und wir wollen jetzt in eine Gebetszeit übergehen und ich habe einfach nochmal ein paar Punkte betont aus diesem Text heraus, für die wir Gott danken können und einige Bitten, die wir daraus ableiten können. Und ich möchte euch ermutigen, dass wir nochmal bewusst dafür danken, dass Jesus bereit war, diesen Weg nach Jerusalem entschlossen zu gehen, um diese Mission zu erfüllen. Ja, das
Wir sollten nie müde werden, Jesus dafür zu danken, dass Jesus ja fest entschlossen diesen Weg gegangen ist. Und wir können Jesus danken, dass er sich über uns erbarmt, auch wenn wir oft so schwache, kleingläubige Menschen sind, wie diese Jünger, wie dieser Vater, dass Jesus uns nicht aufgibt, auch wenn wir kleingläubig und ungläubig sind. Und wir können Jesus danken, dass er in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird und dass wir eines Tages seine strahlende Schönheit sehen werden, wie Petrus und Jakobus und Johannes damals. Das steht uns noch bevor. Und ja, wir dürfen diesem Zeugnis glauben, das wir hier haben, dass wir das einmal auch erleben werden. Und wir können Jesus danken, dass seine Macht auch heute noch unbegrenzt ist, so wie das hier in diesem Abschnitt beschrieben wird, dass nichts und niemand für Jesus zu groß ist. Und lasst uns dafür beten, ja, dass Gott geistlichen Aufbruch und geistliche Erkenntnis schenkt, bei uns persönlich, bei dir ganz persönlich, in unserer Gemeinde und auch für die verlorenen Menschen, denen wir vielleicht begegnen, aus unserer Familie, die Jesus nicht kennen, so wie Jesus intensiv gebetet hat, lasst uns dafür beten, dass geistlicher Aufbruch und geistliche Erkenntnis passieren, dass das geschieht. Lasst uns auch dafür beten, dass wir auch dieser göttlichen Mission folgen, so wie Jesus der Mission seines Vaters gefolgt ist, dass wir entschlossen das tun, was Jesus uns weitergegeben hat in seinem Wort, dass wir genau diese Bereitschaft haben, wie auch Jesus sie hatte. Und ja, wenn du heute merkst, dass dein Glaube vielleicht angefochten ist, dass er sehr klein ist, dann kannst du wie dieser Vater ausrufen, hilf meinem Unglauben. Und du kannst Jesus anrufen, dass er dir beistehen soll und helfen soll. Und ich bin sicher, dass Jesus darauf reagieren wird. Lasst uns ja jetzt gemeinsam beten und ich bitte euch noch Möglichkeit dazu aufzustehen.
Ja, Herr, wir danken dir, dass wir dir heute in deinem Wort begegnen durften und dass wir wieder so viele Facetten von dir entdecken konnten, wie herrlich und wie groß du bist und ja, wie majestätisch und erhaben du bist, dass du der Gott des Universums bist und dass du dich so unglaublich klein gemacht hast, dass du dich so freiwillig so beschränkt hast, ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden bist, um unsertwillen, um meinetwillen, Jesus. Und es zeigt uns ja, wie unglaublich geduldig und sanftmütig du bist, wie viel Langmut du einfach hast, dass du ja meinen Unglauben oder meinen kleinen Glauben aushalten kannst und dass du bereit warst, auch ja diesen Weg ans Kreuz bewusst zu gehen. Wir danken dir einfach, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass wir ja dir begegnen können in deinem Wort. Und wir freuen uns auf den Moment, Jesus, wenn wir bei dir sein werden und dich sehen werden, wie wir das gerade gelesen haben, in deiner Herrlichkeit, in deinem göttlichen Glanz. Ja, wenn du voller Würde und Majestät als der König des Universums vor uns stehen wirst. Wir freuen uns auf diesen Moment, ja, dich anzubeten, dort vor dir, vor deinem Thron und einfach dir die Ehre zu geben. Danke dir, dass du ja, uns die Gnade gegeben hast, zu erkennen, wer du bist, Jesus. Dass du ja der Herr und der Heiland und unser Gott bist und dass wir das so bekennen dürfen. Danke dir, ja, dass wir dir gehören und dass du unser Gott bist. Amen. Seligstes Wissen, Jesus ist mein. Köstlichen Frieden bringt es mir ein. Leben von oben, ewiges Heil. Völlige Sühnung ward mir zuteil. Lasst mich erzählen. Ja, liebe Geschwister, was ist das für eine wunderbare Gewissheit, die wir haben? Ja, seligstes Wissen, Jesus ist mein. Und wir haben vergangene Woche dafür gebetet,
dass wir ein Licht in dieser Welt sind. Und gerade in dem Abschnitt von der Verklärung Jesu auf dem Berg haben wir gesehen, dass unsere Gesichter nur dann etwas von Gottes Herrlichkeit reflektieren, von seinem Licht, wenn wir auch in seine Gegenwart treten im Gebet. Ja, wir haben hier gerade in Vers 29 gelesen, dass das Aussehen von Jesu Angesicht im Gebet verändert wurde. Ja, das Gebet verändert den Beter. Und das sehen wir auch an Mose, ja, wie er nicht verklärt wurde, aber er stieg vom Berg Sinai und wir lesen, dass sein Gesicht leuchtete, nachdem er 40 Tage ja, in der Gemeinschaft Jesu oder in der Gemeinschaft Gottes war und seine Herrlichkeit gesehen hatte. Ja, und wir lesen dort in 2. Mose 34, Vers 29, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm, mit Gott geredet hatte. Ja, und wir sehen hier zwei Dinge, nämlich einmal, dass mit Gott reden die Ausstrahlung des Beters verändert, zum anderen aber auch, dass diese Veränderung unter Umständen gar nicht unbedingt dem Beter selbst auffällt, aber sehr wohl seiner Umgebung. Und ein weiteres Beispiel dafür ist auch Robert Chapman, der ein Mann war, der weit über die Grenzen Englands als Apostel der Liebe bekannt war. Und in seiner Biografie steht, dass er ja trotz allem, was er zu tun hatte, sich immer den Samstag freigehalten hatte, wo er für keinen ja, erreichbar war, wo er sich zurückgezogen hat in seine Werkstatt, wo er ja, an der Drehbank drechselte und tischlerte und ja, einfach sich die Zeit nahm, um zu fasten, Holzarbeiten zu machen und einfach so genügend Ruhe und Zeit hatte, um sein Herz vor Gott wirklich auszuschütten und über sein Wort nachzudenken. Ja, und es heißt dann dort in seiner Biografie, dass ihn eines Tages jemand mal wegen eines Notfalls stören musste. Und er beschreibt das so, dass er in die Werkstatt kam und das Gesicht Chapmans leuchtete wie das eines Engels. So wird das dort beschrieben. Und wir haben auch weitere Beispiele in der Bibel. Zum Beispiel Hannah, die Mutter Samuels, die als eine ja, frustrierte und tief traurige Frau, die Gegenwart Gottes suchte, ja lange vor dem Herrn betete, lesen wir dort in 1. Samuel, ihre Seele dem Herrn ausschüttete und wir lesen dann, dass ihr Angesicht nicht mehr dasselbe war, als sie vom Tempel nach Hause ging. Und genauso leuchtete das Gesicht von Stephanus, ja, wie das eines Engels, lesen wir dort, als er ja voll Heiligen Geistes von Jesus erzählte und später dann auch Jesus in seiner Herrlichkeit neben Gott stehen sah, als er ja gesteinigt wurde. Und Paulus, der damals noch Verfolger der Gemeinde war, er hat Stephanus' Gesicht gesehen. Und vielleicht hatte Paulus genau dieses Gesicht vor Augen, als er an die Korinther Folgendes schreibt, nämlich in 2. Korinther 3, Vers 18, da schreibt er, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Ja, und hier lesen wir es auch nochmal. Ja, die Zeit im Gebet, das ist das, was uns in Gottes Ebenbild verändert. Und ich bin mir sicher, dass wir alle das schon erlebt haben, wie Gebet uns verändert. Sonst wärt ihr wahrscheinlich heute auch nicht hier. Und ja, wie es uns erdet, wie es uns zur Ruhe bringt, wie es uns neu mit Frieden erfüllt, mit neuer Zuversicht, ja, neuer Freude, neuem Mut, neuer Ausdauer, neuer Liebe für andere. Und das ist so ein Privileg, ja, dass wir uns Gott in seiner Herrlichkeit nahen dürfen in Jesus Christus, dass wir ihm unser Herz ausschütten können und seine Herrlichkeit, etwas von seiner Herrlichkeit heute schon schmecken können. Ja, und wir wissen, wie kostbar das ist. Und dennoch ja, kommt die persönliche Zeit im Gebet häufig viel zu kurz, oder? Und bleibt häufig irgendwo an der Oberfläche und es ist ein Kampf.
Ich merke das selber in meinem Gebetsleben, wie diese Gebetszeiten immer angefochten sind. Ja, jedes Mal, wenn ich ins Gebet gehe und mich wirklich ausstrecke nach Gott und seiner Nähe und ja, ich mich bewusst auf ihn ausrichte und ihn suche, schießen mir eigentlich direkt zig Dinge durch den Kopf, die ich unbedingt erledigen sollte und die auf einmal so eine Dringlichkeit haben, dass sie mich voll einnehmen wollen. Ja, und das sehen wir auch hier bei Petrus. Ja, das haben wir heute gesehen. Ja, Hütten bauen, aktiv werden, selber irgendetwas tun, was ja unter Umständen und auch in diesem Fall gar nicht in Gottes Plan war. Das fiel Petrus nicht schwer. Aber wenn es darum ging zu beten, dann kämpften die Jünger mit dem Schlaf. Ja, auch später im Garten Gethsemane, was ja zu viel Versagen und keinem guten Zeugnis führte. Und deswegen, gerade auch im Hinblick auf den Abschnitt, den wir uns heute angeschaut haben, ja, war es mir einfach nochmal so wichtig, dass wir heute beten, für uns persönlich, aber auch für andere, für uns als Gemeinde, für unser Gebetsleben. Und dass ja, der Heilige Geist in uns einfach eine neue Sehnsucht nach Gott selbst entfacht. Ja, dass wir beten für Freude an Gott selbst. Ja, dass wir beten für neue Hingabe an ihm, nicht im blinden Aktivismus, sondern wirklich im Gebet. Ja, dass er uns einen Sieg über die Trägheit schenkt, ja, in der Ruhe mit Gott alleine zu sein. Und ja, wir uns bei ihm und von ihm verändern lassen. Ich denke, das ist gerade in unserer heutigen Zeit so angefochten mit Smartphone, Internet und so weiter. Wir sind so viel abgelenkt durch die Medien und da zur Ruhe zu kommen. Und ich muss da immer an diese Aussage denken von dem Lied »Welch ein Freund ist unser Jesus«, wo es da an einer Stelle heißt, wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, ja, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihm suchen im Gebet. Ja, an dieser Stelle bin ich irgendwie immer sehr betroffen, wenn wir das singen, weil Gebet eben die Kraft hat, uns zu verändern und unser Tun erst fruchtbar werden lässt, ja, sodass wir leuchten. Deswegen lasst uns jetzt beten füreinander, für unser Gebetsleben, dass wir dadurch immer mehr Anteil an Gottes Herrlichkeit bekommen, wie Paulus es schreibt. Und auch andere Anliegen, die euch heute einfach wichtig geworden sind, dass wir sie jetzt vor Gott bringen und uns nochmal die Zeit fürs Gebet nehmen. Lasst uns aufstehen.
gefordert in deinem Wort, ohne Unterlass zu beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass wir durch dich, Jesus Christus, den Zugang haben, ja, in Gottes Herrlichkeit, Herr, dass wir zu dir beten dürfen, uns dir nahen dürfen. Und Herr, ich bitte dich so sehr, dass du uns wirklich eine Sehnsucht schenkst nach dir selbst, Herr. Dass wir nicht nur vor dich kommen, um eine Liste an Anliegen zu bringen, sondern dass wir dich suchen, Herr, und dass du dich uns auch zeigst, Herr, dass wir deine Herrlichkeit sehen. Herr, wir haben jetzt im Lukas-Evangelium gesehen, wie du die Jünger aufforderst, das Kreuz auf sich zu nehmen, dir nachzufolgen. Und danach zeigst du ihnen deine Herrlichkeit, Herr. Und ja, das ist der Ansporn, so wie Jesus das Kreuz auf sich nahm, aufgrund der vor ihm liegenden Herrlichkeit, Herr. Und ja, wir wollen deine Nähe suchen, als gesamte Gemeinde. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, Herr, dass wir uns wirklich nach dir ausstrecken, dass du diesen Wunsch in uns immer mehr, ja, nährst und ja, wir dadurch verändert werden, immer mehr in dein Ebenbild, Herr, wie es uns dein Wort auch zusagt, Herr. Darum bitten wir dich von ganzem Herzen. Amen. Ja, an dieser Stelle möchte ich alle Zuschauer im Livestream herzlich verabschieden. Schön, dass ihr auf diesem Wege mit dabei wart und ich wünsche euch noch einen gesegneten Abend. Macht's gut. Ja, liebe Geschwister, wir